Willkommen bei Biomutant, wo ich kurz davor bin, Noko aufzusuchen. Und er sagte gerade, wie schockierend dunkel es ist. Ja, es ist Nacht. Ah, der Zniegenstall. Noko verlässt diesen Ort nie. Diese Lebendwesen gehen für sie über alles. Ach, der hübsch. So, nach dem Intro spreche ich mit Noko. Hübsch, die gefällt mir. Nux ist keine leichte Sprache, aber zu bewältigen. Sie sagt, sie ist froh, dich wiederzusehen. Sie fragt sich, ob du dich an sie erinnerst. Sie heißt Noko. Als du ein Kindling warst, hat sie dich auf ihrem Newt reiten lassen. Noko erinnert sich, dass du voller Energie herumgetollt bist. Sie freut sich, dass du deinen Funken nicht verloren hast. Doch all das ist schon lange vorbei. Erinnerungen zeigen einem, wo man einst war, nicht wohin man geht. Bestimmt kommen sie von selbst zurück, wenn du aufhörst, es zu erzwingen. Aber hoffentlich ohne dich heimzusuchen. Du hast bereits genug gelitten. Noko erinnert sich ebenfalls an diese Tage, doch sie suhlt sich nicht in den Erinnerungen, auch wenn es verlockend erscheint. Wie sie sieht, hast du mit Lupalupin noch eine Zniege zu rupfen. Es gibt wohl keine Möglichkeit, das noch zu vermeiden. Jedenfalls nicht für lange. Auf jeden Fall. Sie sagt, die Schrecken deiner jungen Tage reichen aus, um jeden zu brechen, aber nicht dich. Du hast dir deine Freude bewahrt. Noko sagt, die eigene Geschichte ist wie ein alter Pfad. Man kann so lange auf ihm gehen, bis er ausgetreten ist. Doch ab hier bahnst du dir deinen eigenen Pfad. Dann bist du stärker als sie. Auch wenn es ihrem Wesen widerspricht, verlangt es sie danach, dass Lupalupin dafür bezahlt, was er ihren Sneaken angetan hat. Das Dunkel flieht vor dem Licht. Du musst ja nicht gleich brüllen. Wenn du so weit weggelaufen bist, dann doch. Ich bin immer noch da. Aber nicht für lange. Fragt, auf wie vielen Wegen du in dieser Welt gewandert bist und ob du dich fragst, ob es anders gelaufen wäre, wenn du andere beschritten hättest. Ja. Wobei, dem Verbrecher dazu vergeben, ist nicht mein Ding eigentlich, okay. Die Möglichkeiten sind überwältigend. Doch du musst dich entscheiden, sonst bleibst du an Ort und Stelle. Und was für eine Entscheidung wäre das schon? Ist so glücklich, dass die Welt weiterleben wird. All die Zniegen sterben zu sehen, hätte sie umgebracht. Gefällt es, wie du dir selbst die Sporen gegeben hast, um der Welt zu helfen? Freut sich, dass du das Licht der Myriad erkannt hast. Sie lassen jeden Tag funkeln und manchmal auch die Nacht. Sie glänzen so sehr. Der Gedanke allein bringt sie zum Lächeln. Aber genug davon. Sie ahnt, wohin der Mute verschwunden sein könnte, da es keinen Ort gibt, den er so sehr mag wie sein eigenes Eckchen in der offenen Wildnis. Sie nennt ihn die Mute-Weide. Aber warum holt sie nicht? Der Mute wird jetzt deinen Geruch erkennen, da du lange genug hier warst. Er vertraut dir wahrscheinlich genug, um dir zu folgen. Du solltest den Mute hierher zurückbringen, sobald du ihn gefunden hast. Es wird eine Weile dauern, bis er sich genug beruhigt hat, um zum Weltenfresser aufzubrechen. Sie ist traurig, dass der Hufschnauber zu wild ist, um gezähmt zu werden. Doch inzwischen hat sie akzeptiert, dass du ihn aufhalten musst. Ja. Aura maximal hell. Ist das, ich kann nicht noch mehr Helligkeit?
Okay, mehr Helligkeit geht anscheinend nicht. Okay. Na, mal gucken, ob wir das Reittierchen irgendwo finden. Mal, hier sind noch schöne Wiesen und eine Satellitenschüssel. Berge sind wirklich schön erfüllt. Na, ja, ein Ziegenstall wirklich. Oh. Das sollte nützlich sein. Wie bist du nur ohne das zurechtgekommen? Hm. Ah, da. Jetzt muss ich wirklich zurück. Oh, oh. Bist du sicher, dass du hier nicht verschwinden willst? So, dann gucken wir mal. Gut, das sind alles die Schwarzen hier. Den Todesstoß. Hoffentlich war das jemand von den Bösen.
Es ist ein Spiel des Lebens. Deines Lebens und das aller anderen. Uiuiui, jetzt war ich aber knapp vorm Absaufen. Du hast die Mute-Wiese entdeckt. Vorsicht vor den Mute. Wow, wow, wow! So, und jetzt sollte der hinter mir herlaufen. Ich hoffe mal. Okay, das tut er. Ein Flatt. Mann, Mann, Mann. Ein frischer Morgen. Such dir was zum Frühstücken. Ah, diese Holzreste wären perfekt für deine Pläne geeignet. Der Mute scheint ruhiger zu sein, seit er wieder im Stall ist. Aber Noko sorgt sich immer noch. Sie meint, der Mute hat immer noch Angst. Aber sie hat eine Idee, was ihn beruhigen könnte. Einmal hat der Mute aus Versehen ein Bonbongummi gefressen. Er war so sehr mit Kauen beschäftigt, dass er sich entspannt hat. Sie meint, beim Kreuzweg solltest du ein paar Bonbongummis für den Mute finden. Das Geräusch des Hufschnaubers hat ihn verschreckt. Sie hat ihn noch nie so panisch erlebt. Früher ist er einfach nur weggelaufen. Okay, dann holen wir das auch noch. Thank you.
eigene Null zu treffen, ist immer super. Jetzt ist aber gut hier. So. So, aber dann müsste ich ja jetzt, wie mal Daumen, diese eine Waffe benutzen können. Gucken wir mal. Mal sagen, der nächste Gegner kommt. Sieht mal schön aus, aber viel zu tun da in dem Haus. Ein Kreuzweg. Du musst eine Entscheidung treffen. Welchen Weg nimmst du? Hübsch. Das Licht blendet einen fast. Was für die Telefonzelle? Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Verkabelt und einsatzbereit. Schickes Hemd. Fein zerlegt, wie es nur geht. Ein... Lange 20 Skips, ein kleiner Zoo. Cool. Wobei, den fand ich jetzt gerade nicht mehr klein, ne? Mehr Schrott für dich. Ich
Axtkopf, meine Güte, nee. Oh, das ist selten. Erstaunlich, was heute alles so los ist. Aus guten Teilen wird guter Schrott. Was du wohl damit anstellen kannst? Aufs Verschlossenste, da brauchst du einen Schlüssel. Ja. Fragt man sich natürlich, warum man diese ganzen Kisten hier aufbricht, wenn man hinten durch den wunderbarer Tag. Hof sowieso wieder reinkommt. Die sind alle so verwinkelt gebaut, dass es echt kompliziert wird. Schade, kaputt. So, dann würde ich mal sagen, ich suche das Haus nächste Mal weiter ab. Bis dahin, ciao, ciao.